Ja, hallo, meine Extra-Käsebesteller und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute mal, ja, mit Käse, ihr ahnt es schon. Und zwar gibt es jetzt neu im Sortiment die Babybells High Protein. Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese kleinen Babybells, ja, diese einzeln verpackten, ja. Diese kleinen runden Käsebällchen oder wie nennt man das? Ja, hier in so einem Netz drin. Ich habe sie schon mal ausgepackt. Ja, sie sind schwarz verpackt und soll sich zu den anderen unterscheiden, dadurch, dass sie mehr Protein enthalten. Ja, also ein höherer Eiweißgehalt. Ich schaue jetzt hier gerade mal auf die Liste. Und zwar haben wir hier bei 100 Gramm einmal, ja. 25 Gramm Eiweiß. Ja, ihr könnt das jetzt hier nicht direkt erkennen. Am besten, ihr schaut selber mal aufs Etikett, googelt das mal oder kauft sie vielleicht auch sogar selber. Ich bin schon mal sehr gespannt, wie sie sich geschmacklich unterscheiden, ja, zu den normalen Babybells. Und wir werden mal probieren. Ja, ich habe sie früher immer mit zur Grundschule mitbekommen, ja, in meine Pausenbrotbox. Dann haben wir die immer hier so aufgemacht. Ja, das ist immer noch so Kindheitserinnerung. Der kleine Babybell. Und ihr seht das hier schon, ja, dieser runde Käse. High Protein hier, ne, für Leute, die auf Eiweiß setzen. Es gibt ja auch den Babybel Light, ja, also mit weniger Fett einfach nur. Der hat auch ein bisschen mehr Eiweiß als der Babybel Original. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was hier so besonders dran sein soll. Wie gesagt, er soll mehr Protein enthalten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Protein der normale Babybel hat. Der hier hat auf jeden Fall 25 Gramm. Ich weiß jetzt nicht, geschmacklich unterscheidet sich das nicht wirklich. Er schmeckt wie ein normaler Babybel oder geht auch schon mehr in die Richtung Babybel Light. Ja, also geschmacklich ist es nicht schlecht. Wie gesagt, er schmeckt wie ein normaler Babybel. Aber würde man den jetzt mit geschlossenen Augen essen, würde man jetzt gar nicht denken, dass das eine neue Sorte ist. Ja, wie gesagt, er soll mehr Eiweiß enthalten. Für Leute, die darauf Wert legen, probiert den gerne aus. Wie gesagt, geschmacklich ist da kein großer Unterschied eigentlich wie der normale Babybel. Daher würde ich ihn auch auf einer Skala von 1 bis 10 7 Punkte geben. Ja, ist ein normaler Käse. Schaut, ob ihr ihn entdeckt im Supermarkt. Wie gesagt, er ist schwarz verpackt. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns, Leute. Tschüss!